So, willkommen zurück bei StarCraft 2 Heart of the Swarm. Wir sind im Missionsmenü und hier gibt es momentan noch nicht viel zu sehen, wie ihr seht. Unsere nächste Mission heißt wieder Fest im Sattel. Wir verlassen zusammen mit Rayna das Labor. Klingt erstmal nicht so kompliziert, ne? Erstmal. Liga-Streitkräfte in Sektor 3, 4 und 6. Sarah. Vollständige Evakuierung erforderlich. Nova hier. Beginnt die Suche. Findet Kerrigan. Team Bravo, verstanden. Töten wird niemals enden, solange Mengsk lebt. Ich werde ihn büßen lassen. Schluss damit. Reiß dich zusammen, Liebling. Team Bravo, meldet euch. Hört ihr mich, Bravo? Alle Einheiten, Sektor 6. Los, los, los! Wir müssen los. Es ist lange her. Das ist wie Radfahren. Das war ein typischer Spruch. Wie Radfahren. Tja, ganz so einfach mit dem Verlassen des Labors wird es wohl doch nicht. Gucken wir mal, was wir jetzt zu tun bekommen hier. Screen zieht sich ein bisschen. So, jetzt aber. Jim, können Sie mich hören? Wir hören dich. Kerrigan, es freut mich, dass Sie am Leben sind. Wir sind von Ihnen abgeschnitten. Sie müssen sich durch das Labor zur Bahn kämpfen, um zu Jims Frachter zu gelangen. Alles klar, Junior. Wir kommen zurecht. So, ich will nur noch mal eine Sache kurz testen. Weil irgendwie nervt es mich tierisch, dass die Musik anbleibt, obwohl ich sie 100 Mal ausgestellt habe. So, jetzt soll es gehen. Verstanden. In Bewegung. Verstanden. Ich bin bereit. Los geht's. Gibt Arbeit. Wollen wir mal was schauen? So, Moja, da müsste man gerade sein. Na gut, ja, mal alle Erfolge. Also ist da ist ein Marodeur. Ich setze ihn mit einer kinetischen Welle außer Gefecht. Gegner von rechts. Macht sie nieder. Stillhalten. So. Roger. Hier ist sie keiner haben mehr. Die Tür verschlossen. Wir müssen außen rum. Hier geht's nicht lang. Verstanden. Komisch, wenn man gerade
Tomb Raider gespielt hat, dass man hier nicht rüberspringen kann. Helft uns, sie auszuschalten! Brücke vor. Rainer, Kerrigan, diese Erste-Hilfe-Station wird euch heilen und einen Teil eurer Energie wiederherstellen. Das ist ja sozial. Ich verschwinde von hier. Scheint, als ob dies ist Sackgasse. Wir müssen zurück. Sicher. Hab einen. Bringt das was, die Dinger eigentlich kaputt zu schießen? Ich mach's einfach mal sicherheitshalber. Roger. Lieber ein bisschen zu viel als ein bisschen es zu wenig, war mein Motto immer bei solchen Spielen. In Bewegung. Die Marines stehen ganz schön nah beieinander. Ich kann sie bestimmt mit zerquetschender Griff ausschalten. Na, das hat doch gut geklappt. Also vielleicht nicht gleich tot, aber... Los! Rücke vor. Weitere Einsatzkommandos der Liga. Schau hoch! Es gibt Arbeit. So, alles kein Thema. Wo wollen denn die Umoyaner hin? Vergiss sie, wir müssen weiter. Ich sehe sie. Naja, ein bisschen Schaden haben wir bekommen. Wir rücken aus. Wir sind fast bei der Bahn angelangt. Sie wird uns direkt zum Shuttle-Hangar bringen. Der Korridor ist blockiert. Ihr müsst euch durch die Unterebene schlagen, um die Bahn zu erreichen. Was für eine Unterebene? Verteidigen Sie das Trotz bitte zur Unterebene. Der Hauptkorridor ist blockiert. Kannst du die Seitentür A12 öffnen? Ja, kann ich. Aber seien Sie vorsichtig. Bei dem Angriff sind die Zerg aus ihren Käfigen entkommen. Ja, ich kann sie hier unten spüren. Aber ich denke nicht, dass ich sie wieder kontrollieren sollte. Darum werde ich dich nicht bitten. Wir kümmern uns darum. Die Tür öffnet sich in 3, 2, 1. Rücke vor. Gehe voran. So viele Zerglinge! Roger. Gegner von rechts. Wir rücken aus. In Bewegung. Brauche eine Erste-Hilfe-Station. Verstanden. So, gehe dann voran. Nehmen wir doch mal eine Erste-Hilfe-Station. Rücke hier vor. Kurz rein. Oh, geh mal in den Fahrstuhl. Alles klar. Kerrigan, meine Streitkräfte haben die Kontrolle über die Sicherheitszentrale übernommen. Wir riegeln dieses Labor jetzt ab. Tu uns allen einen Gefallen und ergib dich einfach. Ach, irgendwie ist mir die Nova ein bisschen unsympathisch Roger. Geworden. In Ui. Bewegung. Zwei Sie Minuten. Versuchen uns einzuschließen. Komm schon, Schatz. Wir müssen es durch diese Türen schaffen. Vor. Gehe voran. Alles im Griff. Yay. Es gibt Arbeit. Ist gar nicht. Verstanden. Vor. Ich weiß gar nicht, was der Erfolg gemacht hat. Verstanden. Roger. Muss ich doch gleich mal kurz nachschauen. Also das interessiert mich jetzt schon. Voll im Griff, 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 voll im Griff. Nicht gefunden. Meisterung, Kerrigan. Ziehen Sie mit zerquetschender Griff auf 150 gegnerische Einheiten und treffen Sie mit der Fähigkeit. Okay. Gut, wir wissen. Aus. Hab einen. Na gut, dann nicht. Sicher. Gehen wir mal weiter. Es gibt Arbeit. Gehe voran. Brücke vor. Ui, ein bisschen Schaden haben wir jetzt so noch bekommen von denen. Verstanden. Aber wir müssen jetzt weiter erstmal. Das hier erinnert mich an früher. Ich habe mehr graue Strähnen im Haar. Und ich habe mehr Zerg im Haar. Genau. Wir haben es geschafft. So. Da musste ich kurz einfach mal irgendwas verwenden, weil diesen Baneling vor mir explodieren zu lassen, ist nicht so prickelnd. Ziel identifiziert. Wir rücken aus. Roger. Was ist hier? Ui. Ein Ultralisk. Lasst uns mal sehen, wie ihm die kinetische Welle gefällt. Naja, die hatten ganz gut, also war nicht so tragisch für ihn, glaube ich. Was für eine Sauerei hier unten. Wir haben zusammen schon Schlimmeres überstanden. Ziel erfasst.
Kerrigan und Rayner identifiziert. Gehe voran. Und was hat's dir gebracht? Nichts. Mein Loser. Gott, Sarah, wie viele Zerglinge hast du erschaffen? Ja, vielleicht habe ich leicht übertrieben. Rücken aus. Macht sie nieder. Dieser Bereich ist beinahe abgeriegelt. Ihr müsst die Sicherheitstüren passieren. Ja, wir sind ja schon unterwegs. Sicher. Wie? In Bewegung. Das ist natürlich fies. Hier nochmal eine Mauer davor zu setzen. Es gibt Arbeit. So, schon geschafft. Verstanden. Wir haben weiter es geht's. Geschafft. Überrascht dich das? Weiter. Es trennt sie nur noch eine Tür von der Bahnstation. Ziel identifiziert. Gehe voran. Im nächsten Raum spüre ich eine deutliche Präsenz der Liga. Guck mal doch mal. Ein harter Kampf zu werden. Sie halten da drin Zerg gefangen. Wir können diese Konsole benutzen, um sie zu befreien. Oder wir können damit die Gasverteidigung aktivieren. Ach, was soll es mit dem Bizarg? Was zum Teufel? Wer hat die Käfige geöffnet? Oh je, alle tot. Jetzt haben wir die Zerg am Hals. Besser als vorher. Los! Roger. Sicher. Verstanden. In Bewegung. Sag doch, es ist kein Problem. Rücke mit dem Zerg. Kommen wir besser voran als mit den anderen. Rücke vor. Ui, jetzt haben wir doch ein bisschen Schaden bekommen. Gehe voran. So, auf geht's. Wir haben es geschafft. Die Bahn fährt gleich los. Na dann, mit der Bahn fahren. Die ist ja pünktlich. Jim, wir sind auf dem Rückzug. Ich bin unterwegs zur Hyperion. Alles klar, Valerian. Sag Bescheid, wenn du auf der Brücke bist. Nur noch du und ich, Jim. Bewegung. Die Schüsse hat man einfach mal ignoriert. So. Gehe voran. Roger. Was müssen wir jetzt machen? Ist in den Tunnel eingedrungen. In Bewegung. Guck mal doch mal. Wo kommen sie denn? Sehe nichts. Roger. Den gleich kaputt machen. Los geht's. Schnell zurück zu den anderen. Ich sehe sie. So, alle down. Sicher. Alles kein Thema. Verstanden. In Bewegung. Bam. Erwischt. Rücke vor. Die Bahn wird schneller. Bleibt konzentriert, Jungs. Macht sie nieder. So. Wir rücken auf. Das darf nicht landen. Sicher. Guck mal doch mal. Verstanden. Auf der Seite. Wir rücken aus. So, dann ist doch schon mal der erste, gar nicht erst gelandet. Das ist doch was wert. Jetzt müssen wir aber erstmal oben gucken. Gehe voran. Nee, Quatsch, erstmal den da. Und dann den. In Sicht. Wir sind raus aus dem Labor. So. Bis wir den Shuttle-Hangar erreichen, sitzen wir hier auf dem Präsentierteller. Ich möchte eigentlich vermeiden, dass irgendeiner der Motoren kaputt geht. Bam! Oh, das ist ganz wichtig, weil die setzen garantiert Leute ab. Und das muss jetzt gerade. Das muss ich echt nicht haben. Nee? Bleib hier. In Bewegung. Gehe voran. Den müssen wir erwischen. Verstanden. Wir rücken aus. Sicher. Macht sie nieder. Nein. Ich sehe sie. Den kriegen wir noch down. Und der geht Ziel auch down. Identifiziert. Es gibt Arbeit. Ich kann den Hangar sehen. Wir sind fast da. Ein Belagerungspanzer. Mit einer kinetischen Welle kann ich ihn ausschalten.
schnell. Verstanden. So. Die Motoren sind immer noch alle ganz. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das war's schon. Oder? Ah, hier unten ist noch einer. Oh, der ist abgehauen. Na dann. Die Liga hat irgendeinen großen Kampfläufer in den Shuttle-Hangar geschickt. Bewegung! Wir müssen sie aufhalten, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Fast da. Lass uns den Jungs hier zum Hangar folgen. Na gut. Wenn er uns darum bittet, dem Jim können wir doch keinen Gefallen abschlagen, hä? Drücke vor. Guten Abend. Verstanden. Ziel identifiziert. Tja. Und folgen ist jetzt nicht mehr viel. In Bewegung. Hab einen. Macht sie nieder. So, weiter geht's. Sicher. Es gibt Arbeit. So, geschafft, oder? Verstanden. Oder? Kampfengel in Position. Ich habe den Shuttle-Hangar gesichert. An alle Streitkräfte der Liga. Vorrücken. Tim, der sieht groß aus. Der sperrt uns den Weg zum Shuttle. Nein, das schafft's nicht. Sarah, ich finde einen anderen Weg zu dir. Beeil dich besser, oder ich leg das Ding hier alleine um. Naja, mal gucken. Stillhalten. Angriff wird ausgeführt. Kommen wir mal zu, wa? Ziel identifiziert. Macht sie nieder. Das macht ihm keinen Schaden, wie es aussieht. Roger. Rücke vor. Wir rücken aus. Gehe voran. So, bis Ziel jetzt. Anvisiert. Schickt die Landekapseln. Gucken wir mal. Zack. Den müssen wir auf jeden Fall erwischen. Ich bin eine Ein-Frau-Armee. Sicher. So. Verstanden. Wo landet er? Hier bietet sich eine kinetische Welle an. In Bewegung. Macht sie nieder. Oh. Ich kriege ganz schön viel ab. Hier voran. Irgendwie hat das gerade nicht so geklappt wie gewünscht. Brücke vor. Es gibt Arbeit. Landekapseln im Anflug! So, wo diesmal? Verstanden. In Sicht. Sicher. In Bewegung. Es gibt Arbeit. Verstanden. Scheiß drauf, das Ding Roger. Mal so kaputt machen. Sicher. Hm. Das geht also auch, ja. Wir rücken aus. In Bewegung. Keine Energie mehr. Rücke vor. Erstmal, wie lange hält das? Gehe voran. Guck mal, ob ich dort Energie herkriege. Ich sehe sie. Ich bin eine Ein-Frau-Armee. Und Roger. Da geht er down. Drücke vor. Trotzdem ärgerlich. Beeil dich, Jim. Ich glaube, es kommt noch eine weitere Welle. Sarah, ich komme nicht durch. Nimm ein Schiff und hau ab. Wir haben uns gerade erst wiedergefunden. Ich lasse dich nicht zurück. Rainer, Kerrigan, ich bin auf der Hyperion. Wir nehmen Kurs auf den Treffpunkt. Wie sieht es bei Ihnen aus? Kerrigan nimmt meinen Frachter. Ich brauche ein Taxi. Verstanden. Ich schicke Ihnen ein Team. Vermassel es nicht, Valerian. Kerrigan, wir sehen uns am Treffpunkt und... Es tut mir leid, dass ich nicht früher auf Sie gehört habe. Es ist zu spät für Entschuldigungen, Valerian. Jim, ich nehme dein Schiff, aber wenn du stirbst, bekommst du Ärger mit mir. Zur Kenntnis genommen. Jim, Verstärkung der Liga trifft ein. Die Hyperion steht unter schwerem Beschuss und mein Team kommt nicht zu ihnen durch. Verstanden. Schaff die Hyperion zum Treffpunkt. Ich suche mir einen anderen Weg vom Planeten. Wir sehen uns dort.
Nova. Sieh an, sieh an. Jim Rayner. Wenn du mir bei meinem Problem mit Tosh geholfen hättest, könnte ich ein Auge zudrücken und dich entkommen lassen. Aber du hast damals eine schlechte Wahl getroffen. Alles klar, Mädel. Dann zeig doch mal, was du drauf hast. Verdammt, ich weiß nicht, was ich sonst gemacht habe. Ärgerlich. Aber wir hätten... verhindern Sie überhaupt einen Motor zerstört? Genau, das haben wir geschafft. Ohne dass Kerrigan durch den Erzengel Schaden erhält. Das haben wir leider nicht geschafft, weil die das eine Mal einfach nicht plötzlich mehr angewählt war. Egal. Endsequenz. Jim. Wir konnten ihn nicht rausholen. Valerian. Du hast ihn zurückgelassen? Waffen runter! Lassen Sie ihn los, Kerrigan. Valerian hilft uns. Es gibt kein Uns. Feindliche Schiffe. Mehrere Ziele im Sicherheitsbereich. Geschwader 3 bis 9 alarmieren. Kopf durchbrochen. Sektion 7, Deck 3. Verteidigungsmanöver Delta 4. Auf Sprung vorbereiten. Wir gehen nirgendwo hin, bevor ich Jim gesehen habe. Schilde bei 30%. Ausfall steht bevor. Liga-Flotte, hier spricht die Hyperion. Feuer einstellen. Kronprinz Valerian ist an Bord. Mein Vater würde jede Spielfigur opfern, um die Königin zu Fall zu bringen. Wir müssen jetzt springen. Wir locken sie weg und kehren für Jim zurück. Sarah, wir müssen zusammenarbeiten. Macht, was ihr wollt. Ich werde Jim suchen. Das muss Liebe sein. Kerrigan, bevor wir gesprungen sind, hat die Hyperion mehrere Signaturen der Liga aufgespürt, die sich auf dem Weg zur Oberfläche befinden. Sie werden da unten wohl eine kleine Überraschung vorfinden. So, aber das war's trotzdem erstmal für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Viel Spaß. Tschüss.